Hallo, ich wollte dir heute mal einiges verraten, was wir in der Ausbildung in energetischer Heilung zusammen machen werden. Nicht alles, aber einige Impulse wollte ich dir jetzt schon mitgeben, damit du einfach eine Ahnung hast, was dich da erwartet. Also grob vom Aufbau her ist es so, dass wir zuerst schauen, dass du deine eigene Schwingung erhöhen kannst, dass du eigentlich in deine eigene Heilung kommst. Dann erst, wenn du in eine höhere Schwingung bist, kannst du auch als energetischer Heiler, als energetische Heilerin andere auf ihrem Weg unterstützen. Und es ist wirklich ein großer Teil der Ausbildung, wird es darum gehen, wie du deine Schwingung erhöhen kannst. Dann ist ein Teil, wo du auch die verschiedenen Techniken lernst, die du in der Energiearbeit anwenden kannst. Für dich, für Menschen, für Tiere. Das macht da keinen großen Unterschied. Und schlussendlich noch ein kleiner Teil, wo wir auch schauen, okay, wenn du jetzt vorhast, als Heilerin, sag mal, beruflich unterwegs zu sein, aber auch wenn es einfach nur ist, dass du mal deinem Kind hilfst, deinem Tier hilfst oder irgendjemandem Freund hilfst, worauf darfst du achten? Damit du in deiner Kraft bleibst, damit du den anderen bestmöglich auf seinem Weg unterstützt und dich eigentlich nicht vergisst auf diesem Weg. Aber das sind die drei Teile, die wir in der Ausbildung gemeinsam angehen. Zuerst eben, dass du in deine Heilung kommst, deine Schwingung erhöhst. Dann schauen wir uns ganz genau einige Techniken an, die du anwenden kannst, um eben mit diesen Schwingungen zu spielen, die Energie rauf oder runterzunehmen und anzupassen. Und dann auch noch ein Teil, okay, ich werde es nicht nur für mich machen, sondern wahrscheinlich auch wenigstens Freunden oder eigenes Tier, eigenes Kind, eigener Partner mit diesen Methoden unterstützen. Worauf darf ich da achten? Und ich wollte dir heute einfach einen Einblick geben in ein paar Methoden, die wir gemeinsam lernen werden. Also eine Methode, die ich sehr mag, ist basiert auf die Radiesthesie, wo du mit dem Pendel arbeitest. Und ich finde, das ist eine wunderbare Methode, weil dank diesem Pendel kannst du messen. Du kannst messen, was die Vitalität von diesem Wesen ist, den du gerade in seiner Heilung unterstützen willst. Du kannst eben seine Vitalität messen, du kannst seine Bovis-Werte messen. Die Bovis-Werte, das ist eine Einheit, um Energien zu messen, wahrzunehmen. Du kannst auch messen, jedes einzelne Chakra, wie vibriert es? Ist das auf 100% oder arbeitet es zu viel oder zu wenig? Also ich finde, es ist ein, und noch andere, lauter andere Sachen kannst du da messen. Und ich finde, es ist so ein wichtiger Tool in der Energiearbeit. So, ja, wir verlassen uns auf unser Bauchgefühl. Ja, wir lassen uns führen von unserem Geistführern und allen Heilern, die irgendwie noch da herumfliegen und uns unterstützen. Aber es braucht auch manchmal Klarheit. Es braucht manchmal eine Zahl. Es braucht manchmal zu sehen, okay, mein Halschakra ist nur auf 50%. Dann wende ich eine Methode an und wow, schau, jetzt ist er schon auf 80%. Das hilft einfach. Dafür nutze ich diese Radiesthesie, um, ja, um ganz konkrete Zahlen zu bekommen. Es ist jetzt nicht, dass du eine klare Diagnose stellst wie beim Tierarzt, aber du kannst damit eine energetische Diagnose stellen. Und vor allem messen vorher, nachher. Das finde ich immer sehr spannend zu schauen und auch zu wissen, okay, an welchem Chakra zum Beispiel gehört jetzt gearbeitet. Also das ist eins, was wir machen. Das macht so viel Spaß mit dem Pendeln und das gehört ein wenig trainiert, aber du wirst sehen, das geht sehr schnell und macht enorm viel Spaß auch. Dann gehen wir auf eine Methode ein, ganz allgemein, wie du einem anderen helfen kannst,
raufzugehen mit seiner Energie. Und das ist ganz normal Hände auflegen. Egal, ob du das jetzt Reiki nennst oder Quantum Touch oder eben einfach nur Hände auflegen, heilende Hände, was auch immer, es ist immer der gleiche Prinzip. Du lenkst heilende Energie durch deinen Körper, also du kanalisierst heilende Energie durch deinen Körper und stellst dann dem zur Verfügung, dem du es zur Verfügung stellen willst. Und hier finde ich es wichtig, im Reiki geht es meistens darum, dass man sich mit dem Universum verbindet, diese heilende Energie, die von oben kommt. Sehr gut. Ich nehme zusätzlich die Energie, die von der Erde kommt. Weil es geht auch oft darum, mehr in den Körper zu kommen. Und da ist einfach die Energie der Erde perfekt dafür. Also das ist, wie wir es machen werden, dass du die Energie vom Kosmos, vom Universum kanalisiert, diese göttliche männliche Energie und auch die göttliche weibliche Energie, die von der Erde kommt. Und das lässt du fließen durch deinen Körper bis in deine Hände, stellst das damit deinem Patienten zur Verfügung. Und ein Plus, den ich noch gern mache, ist, damit du da nicht stundenlang so stehen musst, dass du das auch deinem Krafttier, Geistführer, was auch immer, abgeben kannst. Und dass er diesen Flow beibehält. Du stellst ihn her, du stellst die Energie zur Verfügung und sobald du merkst, es fließt, kannst du dich zurückziehen und es abgeben, dass ein spirituelles, heilendes Wesen das übernimmt. Sehr praktisch, muss ich sagen, im Alltag und in der Arbeit. Also das ist eins, was wir dann auch machen, dass du messen kannst, wie geht es, wo ist der dran und dass du einfach nur Hände auflegen kannst, Energien kanalisieren kannst, von oben, von unten, um diesen Patienten bestmöglich zu unterstützen. Dann schauen wir uns auch an, okay, was kannst du noch zusätzlich für Mittel nutzen, zum Beispiel Bachblüten, zum Beispiel Buschblüten. Wie suchst du die aus? Wie kannst du die nicht verschreiben, das klingt zu viel wie Apotheke, aber ja, wie kannst du deinen Patienten mit der Energie der Bachblüte in Verbindung setzen, damit er davon profitieren kann, damit er diese Energie nutzen kann für seine Heilung. Also da schauen wir uns an, welche Mittel kannst du nutzen in der Energiearbeit. Natürlich gehen wir auch auf die Chakren ein. Wir werden jetzt nicht Stunden und Stunden mit den Chakren verbringen, aber wir werden auch mit den Chakren arbeiten, weil das sind deine Energiezentren. Und wenn du Energiearbeit machen willst, energetische Heilung, darfst du dann auch natürlich an den Energienzentren des Menschen und des Tieres arbeiten. Also darauf gehen wir auch ein, wie du die eben abmessen kannst, wie sie gerade unterwegs sind, eben ob sie sehr stark sind oder eher abgeschwächt sind, wie du die reinigen kannst, wie du die aktivieren kannst und vor allem, wie du es hinbekommst, dass alle Chakren zusammenwirken. Das finde ich oft sogar wichtiger, als dass jedes Chakra auf 100% ist, außer 1, 2, die dann auf 30%. Das ist keine Balance. Dann habe ich lieber jedes Chakra auf 70%. Also, dass es auch eine Balance gibt, dass deine Chakren schön zusammenarbeiten können. Und was machen wir noch? Genau, wir natürlich auch Trauma-Release machen, wenn dein Patient ein Trauma erlebt hat, wie du ihn aus diesem Trauma befreien kannst. Das Trauma kann noch im Körper gespeichert sein, in den Zellen, in bestimmten Organen. Es kann im emotionalen System gespeichert sein, im mentalen, rein im energetischen. Also, dass wir da schauen, okay, wo sitzt das Trauma? Und wie kann ich meinen Patienten oder eben mich selbst, wenn du es für dich machst, darin unterstützen, sich davon
zu befreien, dieses Trauma zu heilen, zu lernen, was zu lernen war mit der Situation, und sich dann eben von diesen negativen, schweren Folgen davon voll und ganz zu befreien. Also das war mal so ein kurzer Überblick. Ich habe sehr vieles noch nicht gesagt, aber damit du einfach so ein bisschen ein Gefühl hast, was wir tun. Radiesthesie zum Schauen, wo ist mein Patient gerade dran, dass du da Zahlen hast. Und dann eben Hände auflegen, Chakrenarbeit, Bachblüten, Traumabefreiung, was auch immer es braucht, um diese Menschen oder wenn dich selbst oder dieses Tier darin zu unterstützen, wieder in seine Urschwingung zurückzukommen. Das ist eben, was wir zusammen uns anschauen werden. Du wirst das zuerst bei dir erfahren. Ich finde es immer wichtig, wenn du eine Methode jemandem weitergeben möchtest, musst du sie zuerst mal bei dir erfahren, damit du spürst, was sich tut. Also du wirst das zuerst bei dir erfahren, damit du deine Schwingung hochkommst, damit du wieder in deine Urschwingung kommst. Dann gehen wir wirklich ganz genau in allen kleinen Details der Methoden, damit du sie auch richtig verstehst, all diese Tools, die du anwenden kannst in der Energiearbeit. Und dann kannst du sie auch sehr gut weitergeben, dass du einem Tier unterstützt, einen Menschen unterstützt, zu seiner Urschwingung zurückzukommen. Und eben, das hatte ich am Anfang gleich gesagt, da gibt es noch einige Sachen, auf die du achten darfst, damit du jetzt nicht von deiner Energie hergibst, damit du auch nicht die Traumen vom anderen übernimmst. Das sind einfach nur so Kleinigkeiten, die aber sehr wichtig sind, wenn du Energiearbeit für jemand anderen machst. Und da gehen wir natürlich auch drauf ein. So, ich glaube, das ist alles, was ich dir heute sagen wollte. Vielleicht kommt noch ein Video, wo ich noch was mehr verrate. Aber jetzt hast du schon mal ein Video, in dem ich dir erkläre, was Energiearbeit überhaupt ist. Und hier eben, was wir jetzt in der Ausbildung gemeinsam für Methoden anwenden werden. Da sind ja schon einige Infos und alle Details findest du natürlich auf meiner Internetseite und den Link dazu setze ich dann auch hier in den Kommentar. Alles Liebe und ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.